Migration ist kein gesellschaftlicher Sonderfall. Menschen sind schon immer gewandert. Jede Gesellschaft und jeder Staat ist auch das Ergebnis menschlicher Mobilität. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung bekennt sich zu einem Menschenrecht auf globale Bewegungsfreiheit und zu einer Gesellschaft der Vielen. Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen Migranten, Geflüchteten, antirassistischen Initiativen, NGOs und Wissenschaftlerinnen. Die EU versucht heute, schon weit vor ihren eigenen Grenzen Migrantinnen und Migranten zu stoppen und legale Wege der Migration zu schließen. Wir beschäftigen uns einerseits mit den Menschenrechtsverletzungen und oft tödlichen Folgen dieser Politik. Andererseits machen wir uns für solidarische Städte und Gemeinden in Europa stark. In Deutschland sind über 8 Millionen Ehrenamtliche in der solidarischen Arbeit mit Geflüchteten tätig. Rassismus und Rechtsruck sind hingegen kein Ausdruck von Migration, sondern ein Mechanismus zur Durchsetzung von Ungleichheit und Ausbeutung. Deshalb zielt unsere Bildungsarbeit auf die Stärkung von sozialen und politischen Rechten von Migranten und Migrantinnen und People of Color. Im Migrationsdossier findet ihr Beispiele für unsere digitalen Projekte, Publikationen, Netzwerke und vielfältige Kooperationen. Zum Beispiel unseren Young Migrants Blog. Oder den großen Atlas der Migration. Für die Gesellschaft der Vielen. Solidarität gewinnt.